Vorweg ein paar Worte. Ich habe in meiner Dankesrede zur Preisverleihung darauf hingewiesen, dass ich sowohl in der Dichtung als auch in der sozialen Arbeit als zentrales Thema das Liegengebliebene, das Weggedrängte und das Vergessene sehe. Und in diesem Vortrag, den ich jetzt beginne, möchte ich auch dieses Liegengebliebene, Vergessene, ich werde es hier das Thema nennen, ins Zentrum stellen, hinsichtlich kreativen Schreibens. Ich würde mir sehr wünschen, dass in einem Teil 2 alles vor Ort und unmittelbar mit den Teilnehmern, den jetzt Zuhörenden, besprochen werden kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder die andere dazu animieren könnte, sich an ein größeres biografisches Projekt heranzuwagen, das ich dann sehr gerne in dieser einstündigen Zusatzsitzung begleiten möchte. Und dann wären Sie die Sprechenden, ich höre zu und ich würde versuchen, auf den Stand der Dinge einzugehen. Ich denke, man muss 4 Monate Pause dafür veranschlagen, wenn die eine und der andere sich denn aufgerufen fühlt, das zu machen, was ich in dieser Rede erarbeite. Die 3 großen Themenbereiche, die ich anhand meiner eigenen Schreiberfahrungen vorstellen möchte und die Sie für sich skizzieren sollten, um dann davon später ein größeres Projekt anzudenken, sind autobiografischer Entwicklungsroman, Traumaschreiben und biografisches Schreiben. Dies jetzt vorweg und jetzt beginne ich mit meiner kleinen Rede. Die Überschrift soll sein, bevor ich mein Thema kenne, kennt mein Thema mich. Über kreatives Schreiben. Würden wir uns jetzt also in einem offenen Seminar befinden können, würde ich gleich zu Beginn vorschlagen, schreiben Sie eine Skizze von wenigen Worten über sich selbst in einer ganz besonderen Lebenssituation aus einem großen zeitlichen Abstand. Eine Zeitspanne, deutlich in der Vergangenheit liegend, geht Ihnen nicht aus dem Kopf. Eigentlich ist es sogar so, dass Ihr Kopf noch in dieser Zeit herumläuft und oft gar nicht so recht in die Gegenwart zurückfindet. Ich spreche hier nicht von einer traumatischen Zeit, keiner vergifteten, fast tödlichen Erfahrung, sondern ich denke hier Erinnern an Entwicklung an und tendiere hin zum schönen alten Begriff der Entwicklungsliteratur, meist in Form des Entwicklungsromans. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Es würde den Rahmen total sprengen, wenn ich jetzt auch nur auf einen davon eingehen würde. Arbeiten wir uns also, anstatt berühmte Werke der Weltliteratur zu analysieren, selbst mutig anhand eigener Schreiberfahrungen ins Thema. Um zu begreifen, wie weit gefächert biografisches und autobiografisches Schreiben ist und wie am Ende zu sehen ist, wie meistens getrieben von einer einzigen Quelle, unserem Thema, würde ich es aber zusammendenken mit 2 weiteren Möglichkeiten biografischen Schreibens, der Traumaliteratur und der Fremdbiografie, also dem, was wir allgemein unter Biografie verstehen. Von allen dreien halte ich es für sinnvoll, erstmal Skizzen anzufertigen, um sich im biografischen Schreibfeld und beim eigenen Thema besser kennenzulernen und dann erst zu wählen, zu welchem Projekt es einen am meisten hinzieht. Beginnen wir mit Skizze 1, autobiografischer Entwicklungsroman. Ihm möchte ich in dieser Rede am meisten Beachtung schenken. Greifen Sie also, wenn Sie es denn möchten, eine Zeitspanne heraus, die sich im Nachhinein als Schaltstelle in Ihrem Leben erwiesen hat.
Um den äußeren Rahmen dieser Zeit zu setzen, würde ich vorschlagen, denken Sie nachhaltig den Prozess der Entwicklung in Ihre Skizze hinein. Sie sind vorher anders als am Ende. Das spannt einen Bogen und Sie sind vielleicht auch der Meinung, wovon ich fest überzeugt bin, dass uns etwas nicht umsonst zustößt, sondern dass wir uns daran entwickeln. Vorausgesetzt, dass wir nicht durch brutales Eingreifen eines Ereignisses ins Traumatische gestürzt und tödlich abgebremst worden sind. Autobiografische Entwicklungsliteratur, also. Darum geht es zuerst. Entwicklungsroman. Wir beginnen im Leben an einem Punkt und enden an einem anderen, weil wir uns entwickeln. Ich würde also vorschlagen, sich an eine Schaltzeit zu erinnern. Und manchmal ist es auch möglich, dass es keine Schaltzeit zu einer fröhlichen Weiterentwicklung ist, sondern dass darin das Leben regredierte und zurückgeworfen wurde. Auch dann ist eine Entwicklung da, zurück zu etwas, was sich noch an uns erinnert. Wir aber hätten es gern vergessen und auf einmal steht es vor uns. Ihre erste Skizze also könnte die Überschrift haben, kreatives Schreiben, autobiografischer Entwicklungsroman oder Erzählung. Hierzu nun meine ganz eigenen Schreiberfahrungen aus meinem bei Sokamp erschienenen Buch »Ein Hut wie Saturn«. Ich zitiere jetzt eine kurze Passage aus einem Internetportal über Lektürehilfe. Wenn Entwicklungsroman Folgendes heißt, und jetzt zitiere ich, der Entwicklungsroman schildert die seelische Entwicklung einer Hauptfigur in ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst, sowie ihren Reifeprozess durch die Verarbeitung eigener Erlebnisse und Erfahrungen. Der Entwicklungsroman beschreibt eine Handlung aus der Sicht des meist jungen Protagonisten, der sich in einer für ihn oft fremden Gesellschaft zurechtfinden muss und dabei zwangsläufig auch Fehler macht. Das gilt auch für die Protagonistinnen. Der Fokus richtet sich auf die positiven sowie die negativen Erlebnisse des Helden und seine Auseinandersetzung mit seiner Umgebung. Die Figur sammelt verschiedene prägende Erfahrungen und zieht aus dem Erlebten wichtige Schlüsse für ihr zukünftiges Verhalten. Durch den kausalen Prozess der Persönlichkeitsreifung kann der Leser die charakterliche Entwicklung des Helden, der Heldin, möchte ich hinzufügen, Schritt für Schritt nachvollziehen. Wenn es so definiert wird, und es ist eine sehr klare Definition, dann ist das Buch »Ein Hut wie Saturn« ein Entwicklungsroman im ganz klassischen Sinn. Jenseits von solchen zwar hilfreichen, aber von außen angetragenen Merkmalen will ich im Folgenden versuchen, von meiner Erfahrung aus dem Schreibprozess eines solchen autobiografischen Projekts heraus zu berichten. Wir erinnern uns, ein Ereignis, ganz gleich vor wie vielen Jahren, aber deutlich in der Vergangenheit, geht uns noch im Kopf herum, lässt uns nicht mehr los. Und die vielen Gefühle und Erinnerungen und Empfindungen lassen sich auch hin und wieder noch anfühlen. In meinem Fall war es ein Jahr in England, das ich als 19-Jährige in Coventry verbrachte. Täglich ging ich, nachdem ich der Untermiete bei Mr. Ellis, einem netten alten Mann, entkommen war, aus meiner neuen Unterkunft bei Anne, einer alleinerziehenden Mutter, ins Fairfax House. Dies war eine Einrichtung für Jugendliche, die von der Hauptschule suspendiert waren, weil sie straffällig geworden oder wegen unerträglichen Verhaltens im Klassenverbund nicht mehr integrierbar schienen. Noch jetzt, in diesem Moment, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, Jahre danach, kommt so viel Energie in mir auf, so viel Freude, wenn ich nur daran denke, wie damals innerhalb eines Jahres die Wucht eines völlig neuen Lebens auf mich hereinbrach. Was damals mir, einer ahnungslosen Abiturientin, die da in die Bereiche einer ganz anderen Gesellschaft eintrat, widerfuhr.
wie sie sich unsterblich verliebte, wie sie schließlich den Tod kennenlernte beim alten Mr. Ellis, im Übrigen vor Heimweh geplagt war und alles in allem dennoch so glücklich war. Warum nur? In diesem luziden Licht Englands gebadet zu sein, diesem Licht, das die englische Landschaft, die englischen Dörfer, Städte, Straßen und Parks überflutet wie sanfter, flüssiger Honig. Gerne würde ich hier und an anderen Stellen viele Belegbeispiele aus meinem Buch und auch aus den weiteren Beispielen bringen, aber es würde leider mit Sicherheit den Zeitrahmen sprengen. Das englische Licht also, vielleicht war es dieses Licht, was mich so glücklich gemacht hat. Und das noch heute meine Erinnerung hell macht, sodass ich alle Schrecken von damals in diesem Licht nun sehen kann. Warum war das eigentlich so, dass ein ganz bestimmtes helles Licht mich schon immer so glücklich machte? Jedenfalls fiel eines Nachmittags bei einem wunderbaren Lichteinfall durch ein Fenster meiner Wohnung die Erinnerung über mich her. 15 Jahre später. An dieses Licht. Und ich begann zu schreiben. Alles war immer in meinem Leben und zu meiner eigenen Verwunderung stark gefühlshaft aufgeladen, was ich da noch einmal durchlebte. Und warum war das so? Ich wusste es beim Schreiben nicht, aber ich spürte, es war meine Eigenart, so heftig zu fühlen. Es gehörte zu meinem Lebensgeheimnis, meinem Thema, das ich erst viel später erkannte. Nachdem ich beim Schreiben also als erstes dieses Licht in meiner Erinnerung wiedergefunden hatte, begann ich mich nach und nach zu erinnern und nur durch dieses Licht, das ich in mir aufkommen ließ, fand ich den Ton des Ganzen. Einen leichten, hellen, erzählenden, ironisierenden, einen englischen Erzählton, der, einmal mehr in meinem Leben, über den Abgrund führte. Warum spürte ich in mir schon in jungen Jahren so oft einen Abgrund, fragte ich mich und frage ich mich. Aber ich hatte damals keine Antwort. Ich wusste nur, etwas Unbekanntes, Abgründiges war in mir zuunterst gelagert. Aber wie soll ich es auch anders als abgründig nennen, dass ich eines Tages vor der Tür des alten Mannes stand, den ich am Wochenende oft besuchte und er diesmal nicht öffnete, und ich wusste, es war etwas passiert. Seine Hunde tobten und sprangen von innen gegen die Tür. Ein Junge aus der Nachbarschaft, der auch hin und wieder bei Mr. Ellis vorbeikam, rief das Tierheim an, die Türe wurden aufgebrochen, die Tiere wurden abgeholt, und dann saß ich stundenlang allein neben dem alten Mr. Ellis, der in seinem Bett lag und sich kaum noch bewegen konnte. Wir sprachen hin und wieder, und ich wartete mit dem alten Mann, bis kurz vor Mitternacht endlich die angerufenen Sanitäter kamen und ihn ins Krankenhaus brachten, wo er einen Tag später verstarb. Ich glaube, in jenen Stunden des Wartens passierte es zum ersten Mal und sehr früh in meinem Leben, dass ich begriff, es gab etwas, was tiefer war als meine Gegenwartsempfindung, als mein Denken und als mein gerade erst erwachtes Vernunft-Ich. Es gab etwas, was mich von tief innen her bannte. Ich saß da und wollte nicht fort. Warum nur? Ich war wie gesteuert, hier zu bleiben und das zu erleben. Ich hätte nach Hause gehen können, denn die Nachbarn hatten angeboten zu bleiben. Ich wollte aber hier sein. Ich saß wie verhext und eine unglaublich schmerzhafte Verlassenheit war in mir, zugleich mit einer hochaufmerksamen, nach innen gerichteten Wahrnehmung. Ich hielt es kaum aus, aber ich wollte nicht weg. Später, beim Versuch darüber zu schreiben, wusste ich, hier war der tiefste Punkt meiner Geschichte. Ich war im Zentrum angelangt und das wurde mir zum Punkt, der beim Schreiben alles zusammenbündelte.
Wie beim berühmten Hebelpunkt hatte ich den Ort gefunden, von dem aus ich die Dinge und Ereignisse zusammenfließen lassen und begreifen konnte. Wenn also autobiografisches, literarisches Schreiben über einen Lebensabschnitt begonnen werden soll, ist es einer der Wege, erstens zunächst etwas zu finden, was die Erinnerung quasi lostritt. Bei mir war es das Licht eines Nachmittags. Zweitens ist es wichtig, einen Punkt zu finden, von dem aus sich alles betrachten lässt. Sie können auch erst einmal tagelang drauf losschreiben und dann nach diesem Punkt suchen. Es ist meist der gefühlsmäßig tiefste Punkt der Geschichte. Der Moment, in dem Sie gebannt waren, befangen, als seien Sie zu Recht hierher geraten. Hier waren Sie am stärksten berührt. Hier waren Sie wirklich, ohne es damals gewusst zu haben, aber Jahre später im Nachhinein erkennen können, ganz nah an Ihrem Rätsel, Ihrem Geheimnis, Ihrem Thema. Wichtig aber auch, die Leser sind Fremde und kommen doch ganz nah. Sie wollen folgen und können es am besten über einen Spannungsbogen hinweg. Bei mir war es, unerfahrene junge Frau, die große Angst vor dem Leben hat, Turbulenzen verstörender Art. Sie lässt an einem bestimmten Punkt dann ab, weil sie weiß, die Ereignisse gehen ihr über den Horizont und sie übergibt sich dem Geschehen. Am Ende kommt sie zur Erkenntnis, dass sie mit dem Leben jetzt beginnen muss. Mr. Ellis hat die furchtbare Aufgabe, seinen Tod auf sich zu nehmen. Sie hat die Aufgabe, es mit dem Leben aufzunehmen. Das ist also der Spannungsbogen, der gefunden werden will. In ihm steckt Entwicklung, exemplarische Entwicklung. Und die LeserInnen können sie begreifen, weil sie selbst bis über beide Ohren drin stecken. Im Folgenden möchte ich einige Probleme beim Schreiben autobiografischen Erzählens herausgreifen, wie ich sie bei der Niederschrift von Ein Hut wie Saturn erlebt habe. Zu große Fabulierlust, dann die rosarote Brille in die Vergangenheit und die Figuren werden zu Schablonen oder zu Redemöglichkeiten irgendwelcher später erworbener Ideen. Beginnen wir mit 1, zu große Fabulierlust. Schreiben heißt im autobiografisch-literarischen Schreiben auf Wissen und Erlebtes zurückgreifen und zugleich auch erfinden. Es gibt bei allen Niederschriften den Moment, in dem Stoff sich freiläuft und von allein weiter sich entwickelt. Der Fantasieraum hat sich geöffnet und jetzt will, was geschieht, nicht mehr genau sein, sondern interessant. Es soll anregend und aufregend und zwar auch für mich selbst beim Schreiben sein, was ich da an eigenem Leben dem Leser auftische. Und das ist auch unbedingt notwendig so, sich in die Fantasie zu stürzen. Es kann aber passieren, dass ich dabei die Balance verliere zwischen, wie es einmal war und wie sich auf einmal meine Fantasie entwickelt. Und dass ich mich dabei entferne vom Haltepunkt meiner Erzählung. Am Ende gerät alles ins Beliebige, und ich habe den berühmten Faden verloren. Wer über sein Leben schreiben will, muss den Erzählfaden fest in die Hand bekommen, wie lose sich auch die Dinge aneinanderreihen und wie wunderbar wild auch die Fantasie sich entwickeln darf. Es heißt, diesen Erzählfaden immer wieder suchen, den Ariadnefaden, der durch das Labyrinth des Gewesenen wie des Erfundenen führt. Er, sie muss die Augen halb schließen und sich fest das Erzählvorhaben im Kopf durchtreiben lassen durch seine Fantasieräume. Denn es gibt einen Bericht in uns über das, was einmal war, und es gibt eine Erzählung in uns über diesen Bericht von damals. Und diese Erzählung
greift Empfindungen, Gefühle und Sinneswahrnehmungen mit auf. Das sieht oft wie eine völlig neue Erfindung aus, ist es aber nicht. Denn der vergangene Moment, um den es geht, hat sich als Ton in uns abgesetzt oder als Farbspiel oder Empfindungskulisse. Und die heißt es mitzubeschreiben, damit alles der Wahrheit, und das ist unsere subjektive Wahrheit, wie wir sie damals erlebt haben, nahe kommt. So nahe, dass die Erfindung der damals gelebten Wirklichkeit manchmal ähnlicher ist, als es der bloße Bericht der Ereignisse von damals hätte sein können. Nächstes Problem Nummer 2, die rosarote Brille. Diese Gefahr im literarisch-biografischen Schreiben heißt, dass ich mich selbst und meine Rolle beschönigen will. In meinem Fall soll das Ich hübsch unschuldig durch die Ereignisse treiben. Was ihm widerfährt, soll nicht von ihm initiiert erscheinen, sondern es soll scheinbar ohne eigenes Zutun hineingeraten sein. Die Ich-Erzählerin in meinem Buch »Ein Hut wie Saturn« tut sich eigentlich selbst dauernd leid. Ein bisschen zumindest. Es ist zu arg, was ihr da widerfährt. Unglücklich verliebt, ohne Freundschaften, anfangs bei einem alten Mann untergebracht, dessen Hunde voller Flöhe sind und dessen Geschirr so schmutzstarr ist, dass es sich am Morgen jeden Tag von Neuem ganz früh aus dem Haus schleift, um am Busbahnhof einen Pappbecher Kaffee und ein Sandwich zu sich zu nehmen, bevor sie zur Arbeit geht. Sie hat natürlich auch noch Schuldgefühle, denn der alte Mann hätte sich so gefreut, wenn sie bei ihm geblieben wäre am Morgen, wenigstens auf eine Tasse Tee. Das arme Geschöpf mit seinem Hunger nach Geltung und Liebe und nach etwas Schönem in der Welt der harten sozialen Arbeit, in der sie anfangs völlig versagt und ziemlich fertig gemacht wird. Dieses arme Geschöpf konnte ich nur vor ihrem und meinem Selbstmitleid retten, indem ich Ironie in den Erzählton einbrachte. Das heißt also, ob mittels der Ironie oder nicht, wir sollten nach Möglichkeiten der Distanzierung suchen beim Schreiben, mit denen wir besonders uns selbst in der Erinnerung, uns als Protagonisten und Protagonistinnen also, beim Erzählen in den Griff bekommen. Es gibt auch andere Stilmittel als die Ironie. Es gibt die lakonische Kürzung oder die permanente Übertreibung oder die Figurenverfremdung, indem sie übergroß oder überklein gemacht werden oder einen bestimmten Tick bekommen und vieles mehr. Ich für meinen Fall griff also zu Ironie im Erzählton. Ich machte mich nicht über die Ich-Erzählerin lustig, aber ich ließ sie doch nicht unbehelligt mit ihrem Selbstmitleid davonkommen. Ich machte deutlich, dass sie sich in meinen Augen selbst in das ganze Schlamassel hineingebracht hatte. Ja, dass sie es suchte. Ein einziges Zitat aus meinem Buch. Wer später einmal schreiben wird, glaubt von früher Kindheit an zu wissen, wo und wann er anwesend zu sein hat. Letztes Problem. 3 fade Figuren. Leibhaftige Menschen von damals verwandeln sich im Nachhinein zu Schablonen. Die Erzählerin, taktet sie ein, um sich ein stimmiges Romanbild der damaligen Situation zu machen. Sie gruppieren sich fleißig, aber die Personen blicken fahl zurück und verplappern sich in endlosen Dialogen. Die Gefahr, den alten Mr. Ellis, Anne, die Mitarbeiter, im Sozialprojekt und vor allem diese mir so unbekannten Jugendlichen beliebig und langweilig werden zu lassen, wo ich ihnen doch einmal leibhaftig und in großer Aufregung gegenübergestanden war, in einer harten, unnachgiebigen Konfrontation. Hier die mittelschichtige Abiturientin aus Deutschland, dort die Kinder der Ausgegrenzten der Social Security Gesellschaft, Eileen, Stan, David. Wie konnte ich dieser Gefahr entkommen? Ich versuchte Folgendes. Mich genau zu erinnern, wie ich ihnen damals gegenübergestanden war, mit welchen Gefühlen, Vorbehalten, Ängsten, kurz
und das ist das Wichtigste, in welchem Energiefeld ich ihnen gegenübergetreten war. Dies bewerkstelligte ich, indem ich immer wieder von Neuem den Brennpunkt suchte zwischen mir und jeder und jedem Einzelnen. Aileen zum Beispiel fand ich in mir, indem ich das zwischen ihr und mir oszillierende Gefühl wieder hervorrief, die gegenseitige Bewunderung. Ich glaube, sie war für mich wie eine ältere Schwester und wir hatten uns gern. Sie nahm mich vor den anderen in Schutz. Leave her alone, tönt mir noch heute in den Ohren, wenn Stan, der Boss der Truppe, mir meinen Schal um die Ohren wickelte, bis ich fast daran erstickte. Leave her alone. Sie hat es geschafft, dass ich es schaffte, mit halbwegs heiler Haut jeden Tag wieder nach Hause zu kommen. Aus diesem Gefühl der Zuneigung und der Bewunderung heraus suchte ich beim Schreiben nun die ihr zugehörigen Gesten und die Sätze, mit denen ich sie als Figur beschreiben und vor allem auch sprechen lassen konnte. Ähnlich verfuhr ich bei den anderen Figuren. Bei Stan war es Angst, bei Dave war es ein befremdliches Gefühl, dauernde Alarmiertheit und so weiter. Aus diesem inneren Spannungsfeld zu den einmal so lebendigen Personen in unserem Leben heraus kann es gelingen, mit wenigen Skizzen, Markierungen, Gesten und Sätzen eine Figur zu zeichnen. Wir müssen nicht über die Gefühle zu diesen Personen reden, sondern diese Gefühle in uns zurückrufen und dann aus ihnen heraus diese Personen darstellen. Auch der alte Mann durfte nur mit wenigen umrissen werden. Und ich fand ihn, indem ich mich in den Reibungspunkt zwischen Zuneigung und Abwehr zurückbrachte. Wenn wir den Fantasieraum des Lesers für autobiografische Figuren nicht öffnen können, dann liegt das daran, dass wir sie selbst schon in uns verloren haben. Und das heißt, wir erinnern uns noch an sie, aber wir haben sie gefühlsmäßig vergessen. Diese Figuren lassen wir besser weg. Die Folge wäre nämlich, sie unterhalten sich nicht glaubhaft miteinander. Sie wirken hölzern. Die Beschreibung allein belebt sie nicht, es sei denn die Emotion, die in dieser Erinnerung steckt, wird wieder lebendig gemacht. Was haben wir eigentlich einmal genau in ihrer Gegenwart gefühlt? Das macht die Figuren auch beim Schreiben nachvollziehbar. Und zwar für die Leser. Und die Figuren werden für die Leser dann spannend. Ich fasse zusammen. Wer sich also mit einem autobiografischen Entwicklungsprojekt beschäftigen möchte, für den gibt es ein paar Hinweise. Erstens, es wird eine Zeitspanne in einem deutlich zurücklebenden Lebensabschnitt gesetzt. Zweitens, es wird eine Möglichkeit gesucht, sich zu erinnern. Es kann ein Foto sein, ein Kleidungsstück, ein Keks, den wir in den Tee tunken, wie Marcel Proust es getan hat, ehe er auf der Suche nach der verlorenen Zeit schrieb. Die berühmte Madeleine, so hieß dieser Keks. Bei mir war es das Licht eines Nachmittags. Etwas, also müssen wir suchen, das die Erinnerungen auslöst. Drittens, es wird ein Davor und ein Danach gesetzt. Was ist geschehen? Wer war die Protagonistin vorher und wer war sie oder er danach? Viertens, welche Ereignisse, Geschehnisse widerfahren ihr? Also Handlungsstrang, was passiert? Fünftens natürlich, oder kann man auch vorziehen, welche sind die wichtigsten Figuren um die Protagonistinnen? Es ist sehr auf die Belebung dieser Figuren zu achten. Sechstens, wo liegt der tiefste Punkt der Ereignisse, der gefühlsmäßig stärkste? Wo ist das Zentrum? Und letzter Punkt, fassen Sie vor allem sich selbst als Ich-Erzähler kritisch ins Auge und sprechen Sie nicht unmittelbar von sich. Wir haben es mit einem Ich-Erzähler
Ihnen zu tun. Wir haben es mit Literatur zu tun. Wir sind nicht mehr im Ich der Tagebucheinträge. Schaffen Sie Distanz zu sich selbst. Jetzt kommen wir zu einem zweiten angesprochenen Punkt der Möglichkeiten biografischen Schreibens. Ich werde es weniger umfangreich behandeln als das Entwicklungsromanthema, aber dennoch versuche ich ziemlich auf den Grund der Sache zu kommen. Traumaliteratur. Jetzt erinnern Sie sich nicht an eine Schaltzeit in Ihrem Leben, sondern an einen Moment, in dem es um Leib und Leben ging. Ein Trauma hat sich vielleicht daraus gebildet und sich in Ihnen abgekapselt, eine tiefe seelische Verletzung, die aber vielleicht fortdauernd störend in Ihre Gegenwart eingreift. Oder aber die Verletzung ist noch frisch und Sie befinden sich beim Schreiben mitten im Chaos der Gefühle, wie ich in meinem Text Die Feindin, die anlässlich der Preisverleihung im Januar szenisch gelesen wurde und online abgerufen werden kann. Und auf diesen Text gehe ich gleich ein. Zunächst könnte in einem Fluss des Empfindens und Fühlens die traumatische Erinnerung angeschwemmt und von innen heraus in unbehauen, groben, hochgeschleuderten und völlig unzensierten Worten aufgeschrieben werden. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig zu Werk, auch wenn Sie das hochschleudern wollen und zulassen, seien Sie behutsam und horchen Sie, wie weit will ich es tun, wie Sie es hier lernen im Studiengang Therapeutisches Schreiben. So gehen Sie auch mit sich selbst um. Denn wir wissen, dass die Traumabegleitung sehr vorsichtig vonstatten gehen muss und dass Gefahrenmomente dabei sind. Und Sie wissen von diesem therapeutischen Schreiben natürlich auch, dass unmittelbares und ungefiltertes Schreiben über ein Trauma deswegen so vorsichtig zu handhaben ist, weil es seelische Schübe auslösen kann. Die Feindin schrieb ich in ihrem Grundtext an einem einzigen Tag in Haarlem bei Amsterdam. Dieser Tag war, so wie ich es heute einschätze, einer der gefährlichsten meines psychischen Lebens. Ich glaubte, einen plötzlich aufgebrochenen Schmerz in mir einerseits nicht mehr aushalten zu können, andererseits wollte ich ihn jetzt dringend suchen. Ich fand mich also wieder in einer gut situierten Wohnung in der Nähe von Amsterdam, allein mit einer an sich alltäglichen Katastrophe. Schon in der ersten Nacht, so todmütig ich war, wurde ich sehr früh wach. Es war 5 Uhr, wie ich aus meinem Tagebuch von damals weiß. Dann geriet ich direkt und ungeschützt und selbst für mich völlig überraschend in diesen furchtbaren Schmerz. Ich nahm mein Tagebuch und begann schnell, wie um alles abzuwehren, zu schreiben. Eine nette, freundliche Frau, mit der ich im Zug ins Gespräch kam, hat mir ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Ich schlief wieder ein. Plötzlich riss es mich erneut hoch. Es war 6 Uhr morgens. Ich schleppte mich zu meinem Koffer und zog mein Schreibbuch heraus, in das ich alles schreibe, außer Tagebucheinträge. Und ich schrieb durch, bis es Abend wurde. Ich atmete heftig beim Schreiben. Ich heulte, ich jammerte, ich schöpfte Hoffnung und ich verlor sie wieder. Es war ein einziges Auf und Ab. Und so wurde es direkt ins Schreiben getragen. Ein weiter und zurück, ein sich aufrichten und wieder zusammenfallen. Schreiben, weiter, schreiben. Am Ende war das Schreibbuch voll. Eine Riesenerleichterung spürte ich. Ich wusste, was mir auch noch passieren würde. Ich war gerettet. Ich war auf ein Boot gestiegen und das Boot hieß Die Feindin. Auf diesem Boot war ich durch all das Chaos der letzten Monate gestoßen, gesteuert. Ich hatte aber schon bei der Niederschrift geahnt, das Schreien und Heulen kam nicht nur aus den erlebten Vorgängen der letzten Monate,
Es war so heftig, es kam aus einer anderen Zeit. Und deswegen war es so unberechenbar und fühlte sich gefährlich an. Wie ein Boot durch Schilf fuhr ich durch dieses furchtbare Gelände und, wenn ich mir ein weiteres Bild erlauben darf, die Alligatoren waren bereit, jederzeit zuzuschnappen. Gib auf, du bist es nicht wert, geh zugrunde. Ich schrieb aber weiter. Und ich schrieb Angst, Wut, Verzweiflung, Hoffnung. Alles schrieb ich mir lautlos schreiend, sozusagen lauthals heraus. Innerhalb der nächsten zwei Wochen fügte ich dazu, was ich bei meinen täglichen Spaziergängen durch Amsterdam erlebte. Ich war stundenlang, tagelang allein und alles nahm Bezug zu mir und meinem Thema und meinem Text, denn mein Geist und meine Psyche waren jetzt ganz offen. Am Ende hielt ich das Konvolut eines Textes in der Hand, der mir fremd war. Diese heftige Schmerzsprache, dieses Schreien und Toben. Ich ließ den Text erschrocken liegen. Wem ich ihn zeigte, der reagierte abwehrend. Etwas in mir wollte den Text aber nicht aufgeben. Viele Jahre später begann ich ihn zu bearbeiten. Irgendwann kam es mir vor, als seien Motive zu erkennen, und ich arbeitete vorsichtig einen Motivstrang heraus. Noch immer dachte ich, ich würde diesen Text niemals veröffentlichen können. Dann sah ich im Public Viewing am Potsdamer Platz Medea von Euripides. Es ist die Geschichte einer Königstochter aus Kolchos, die ihre Heimat für ihre Liebe zu Jason verlassen hat und die mit ihm zwei Kinder bekommt. Sie wird für eine andere verlassen und verfällt ins Delirium der Rache. Sie tötet, um Jason tödlich zu verletzen, ihre eigenen Kinder. Ihrer Gegenspielerin schickt sie ein vergiftetes Hemd, in dem diese aufs Grausamste umkommt. Ich saß da und ahnte plötzlich beim Zuhören, es war keine Rache, was Medea antrieb. Es war tiefste Verzweiflung. Ich erkannte etwas in mir selbst, konnte aber noch nicht sehen, was. Und ich war von geradezu kindlicher Dankbarkeit für diesen klassischen griechischen Dramatiker erfüllt, der sich vor 2500 Jahren so weit in die Abgründe einer verzweifelten Frau gewagt hatte. Es war mir, als sei dieser Text auch für mich geschrieben worden. Und ich entschloss mich, tapfer zu sein und meinen Text, die Feindin, ernst zu nehmen und für ihn einzustehen. Die Probleme für diese Art Traumaschreiben liegen also auf der Hand. Solche Texte erschrecken. Weiteres Problem: Das Trauma, das bewältigt werden soll, heilt nicht bei dieser Art zu schreiben. Manchmal setzt es sich jetzt erst frei. Was mir bei der Textbearbeitung geholfen hat, immer wieder habe ich mit all meiner nach und nach erworbenen Kenntnis des eigenen, aufs Papier geworfenen, unbehauenen Textes eingegriffen, weggeschnitten, einen Bogen gefunden, Anfang und Schluss erkannt. Ich hatte einen Text herausgeschält. Ich wollte am Ende einen literarischen Text. Ich wollte am Ende ein Stück Literatur, das mehr Bestand hätte als ein Tagebucheintrag von mir. Gleichzeitig machte ich mich auf, Heilung zu finden für dieses offensichtliche Trauma, für dieses tiefe Thema, das da in mir hochgekommen war. Ich habe danach Unmengen von Tagebüchern vollgeschrieben und ich bin bei meiner ganz persönlichen Traumabewältigung neue Wege gegangen. Wenn es ums literarische Schreiben ging, wollte ich aber die alten Gesetze der Literatur befolgen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und das Gefährliche und zugleich das Rettende beim Schreiben und Bearbeiten des Traumatischen liegen für die Beschreibenden darin, im Moment der Niederschrift etwas gehalten zu haben, was sonst mit ihnen eines Tages in einen Abgrund gestürzt wäre,
oder möglicherweise auch in eine Depression. Nicht gestärkt ging ich daraus hervor, aber irgendwie beruhigt. Ich hatte einen Aufschub bekommen. Ich hatte etwas aufschreiben können. Ich hatte eine Niederschrift gewagt, die ich in Literatur überführen wollte. Hatte Euripides nicht, wenn auch natürlich die Bedingungen der Gesellschaft, der griechischen Tragödie weit von der heutigen Zeit entfernt sind, also sowohl die literarischen als auch die gesellschaftlichen Bedingungen, hatte er nicht auch für mich geschrieben. Ich wollte einen literarischen Text machen für dieses ungeheure Trauma, das ich nicht erkennen konnte, als ich es niederschrieb. Denn was hinter meiner Gefühlswucht stand, hatte nur mein Unbewusstes, dem ich mich beim Niederschreiben überlassen habe, geahnt. Mein Bewusstsein noch nicht. Und das ist jetzt fast eine Art Anleitung. Es gibt noch eine, die gleich folgt. Ich habe mit halbgeschlossenen Augen und höchster geistiger Aufmerksamkeit an jenem Tag in einer wildfremden Wohnung diese zwei Kräfte wie zwei gleich starke Pferde mit einer einzigen Schreibhand gelenkt. Die nach oben sich werfende Kraft des Unterbewussten und die nach unten greifende, entgegennehmende Kraft hochkonzentrierten Verstandes. Die zweite Skizze könnte also Überschrift haben: Trauma-Literatur. Hier gibt es keine Vorgaben, keine Reihenfolge der zu beachtenden Punkte. Mut, verbunden mit seelischer Vorsicht, Freiheits-, Ausdruckswille, verbunden mit Vertrauen in die Sprache. Hier ist sie jetzt endlich, die Sprache. Sie und die alten Gesetze der Literatur, von denen ich eben redete, und mit denen ein unbehauener Text gebändigt werden kann, ersetzen hier die Anleitung zum Traumaschreiben. Diese Gesetze der Literatur sind: bildgenau bleiben, Metaphern klar schreiben, erzähl nachvollziehend vorgehen, stringent arbeiten, vor allem aber, und das ist das Wichtigste, man glaubt den eigenen Text zu kennen, aber der hat sich jetzt befreit von einem. Man muss in diesen Text hineinhören und immer wieder hineinhören und seine Eigengesetzlichkeit nach und nach erkennen. Was will dieser Text? Diese Eigensetzlichkeit kommt einerseits aus der Sprache, die da steht. Diese Sprache muss man stark werden lassen. Mit der muss man arbeiten. Keine andere hineingeben. Diese Sprache beobachten, stark werden lassen. Und andererseits aus der inneren Struktur des Herausgeschleuderten erkennen, es ist das da, es ist auch das da. Ich finde eine Struktur, ich spüre ihr nach, um sie erkennen zu können, um sie hervorzuholen und sie am Ende ausarbeiten zu können. Das heißt, es ist alles da und wir dürfen jetzt nicht unseren eigenen Text sozusagen völlig, also es ist am besten, wir horchen in diesen Text hinein und lassen ihn die Gesetze uns mitteilen. Die dritte und letzte Form, fremdbiografisches Schreiben, soll hier nur aufs Kürzeste angerissen werden. Und Sie greifen sich eine Person aus der Vergangenheit, aber aus Ihrem nächsten Umfeld heraus und skizzieren eine mögliche Biografie dieser Person in wenigen Begriffen. Was hat diese Person geprägt? Woher kommt sie? Welchen Lebensverhältnissen entstammt sie? Gibt es orales Berichten, Erzählen über sie? Worin liegen hierin die Gefahren? Wie wirkte sie auf ihre Umgebung? Vor allem aber, warum haben sie diese Person gewählt? Was ist ihre innere Verbindung?
Auch hier möchte ich nur ganz kurz auf eine eigene Schreiberfahrung eingehen. Eine, in der ich mich seit einiger Zeit selbst befinde. Ich belasse es aber dabei, lediglich auf die beiden großen Gefahren hinzuweisen, auf die ich schon gestoßen bin. Schon jetzt wurde klar, dass die Dokumente oralen Erzählens, also der mündlichen Überlieferung, vorsichtig zu handhaben sind, weil jede darin enthaltene Perspektive natürlich nur eine Sichtweise der Dinge ist und keine allgemeine Wahrheit daraus gezimmert werden kann. Und das zweite Problem des fremdbiografischen, also des biografischen Schreibens, die Heroisierung oder auch die Heiligsprechung meiner Protagonistin oder meines Protagonisten aus Sympathie. Immer, und das halte ich für wichtig und wäre nun bei allen drei Skizzen die Vorgabe, skizzieren Sie besser unzensiert. Lassen Sie Ihre Gedanken und Ihren Worten ganz freien Lauf und scheuen Sie sich nicht vor einer vielleicht vulgären, grob behauenen Sprache. Diese ist die Gefühlsträgerin für etwas, was Sie später kultivieren können, so viel Sie wollen. Wenn Sie zu sehr im kultivierten Denken und Sprechen beginnen, haben Sie den Kontakt zu den tiefer liegenden Erzählschichten bereits abgebrochen. Dann wird schnell flach und leer, was Sie einmal sehr berührt hat, und es langweilt selbst Sie beim Wiederlesen. Welchen Erzähltypus Sie nun am Ende herausgreifen und wirklich zur Ausarbeitung andenken wollen, das liegt nun, wie ich eingangs gesagt habe, an Ihnen. Und es wäre die Aufgabe einer weiteren Sitzung, konkret daran weiterzuarbeiten, was Sie nicht mehr in Ruhe gelassen hat und was vielleicht von Ihnen jetzt geschrieben werden will. Wie sich nun der jeweilige Erzählton finden lässt, wie sich der Erinnerung auf die Sprünge helfen lässt, wie sich die Figuren von damals lebendig gestalten lassen, wie man Gefahren der mündlichen Übermittlung entgehen kann und so weiter. All das könnte in einer künftigen Stunde aufgegriffen werden. Nun aber ganz zum Ende und weit zurücktretend von diesen drei Skizzen, die Sie alle erstellen können, um Ihren möglichen autobiografischen und biografischen Horizont abzustecken. Und ehe Sie sich für ein Projekt entscheiden, würde ich am Ende fragen, gibt es ein großes Zusammengehendes in allem? Gibt es bei allen drei Komplexen, die Sie skizziert haben, ob Sie sie ausführen wollen oder nicht, gibt es etwas allem zugrunde Liegendes? Ich würde es gerne auch so ausdrücken, was scheint durch alle Skizzen und Überlegungen und erste Versuche, die Sie in den nächsten Monaten eventuell gemacht haben werden, hindurch? Welches Thema sieht Sie an? Auf mein ganz persönliches Thema hier noch einzugehen, wäre an dieser Stelle nicht weiterführend. So viel aber zum Schluss. In beinahe jeder Zeile, die ich geschrieben habe, kann ich heute erkennen, heute, wo ich mein Thema kenne. Ich sehe, bevor ich mein Thema kannte, kannte mein Thema mich. Viel Glück nun für die, die es versuchen wollen und es aufmachen wollen oder vielleicht schon aufgemacht haben, diesem eigenen Thema entgegenzugehen.